letzte Wettfahrt. Du hast es bis zum Schluss spannend gemacht. Erzähl nochmal. Ja, wir haben das Ganze, den Tag heute konservativ angelegt. Wir hatten ja ein ganz gutes Polster für diese drei Wettfahrten. Noch keinen richtigen Streicher, als wir in den letzten Tag gingen. Dann war die erste Wettfahrt mit 4 genau im Soll. Dann hatten wir einen 11. Und ja gut, und Team Wortmann aus Hamburg, die haben da wirklich, ich glaube, Platzierungen 2, 4 und dann letztlich in der letzten Wettfahrt waren die die ganze Zeit zwischen 1 und 3 und wir waren so um Platz 10, 11, 12 und gehen oben um die Tonne rum und haben gesagt, also jetzt müssen wir zaubern. Und unser Taktiker Malte, der hat dann wirklich jeden Windschiff eine Halse, noch eine Halse. Also wir haben da auf der letzten Vorwind mit ordentlich Druck sind wir dann nochmal durchs Feld gefräst und kamen dann unten an der Tonne als 6., 7. an und es hat gereicht. Also super. Und wie gesagt, der Thomas, mit dem segel ich so lange auch schon zusammen, super Job gemacht. Ich meine, da ist es für den Steuermann manchmal dann auch leicht, aber man darf auch nicht nervös werden. Es war spannend, sehr spannend. Echt super. Glückwunsch.